Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Jetzt willkommen zurück zu Turmoil im DLC The Heat Is On. Und wir haben ein Land ausgesucht, wir haben ein paar Upgrades gekauft und wir gehen los. Und wir können jetzt, wer die letzte Folge nicht gesehen hat, shame on you erstmal, wir können jetzt auf jeden Fall Gasvorkommen erweitern quasi durch Magma. Können wir die größer werden lassen. Das schauen wir mal. Erstmal brauche ich Öl. Jo, vielleicht. Bitte lass mich. Ja, nicht durchbohren, bitte. Oh Gott, ein Glück. Ich habe schon der Bord jetzt. Okay, wir können eigentlich verkaufen. Die geben echt viel Kohle gerade. Oder ist das hier Standard? Das ist jetzt die Frage. Sind die Preise hier einfach anders oder sind die einfach nicht durchbohren? Sehr gut. Oder sind die Preise hier, wisst ihr schon, was ich meine? Ist das gerade Zufall, dass die beide so hoch sind? Oder ist im zweiten Gebiet einfach die Preisspanne eine höhere? Weil hier einfach Öl irgendwie mehr wert ist oder keine Ahnung was? Bitte da verkaufen, dankeschön. Einen nehmen wir noch dabei. Da sinkt es gerade auch wieder. Okay, Schluss. Erstmal ins Silo. Und wir können drei Würfe losschicken. Machen aber erstmal nur zwei, wie ihr gerade seht. So. Da haben wir schon mal Gas. Es wird ja immer gesagt, nutzen Sie das bestehende Dings. Das bestehende Rohrnetzwerk. Vielleicht geht's mal bis dahin. Okay, da ist das Ölfeld vorbei. Das ist schon mal sehr gut. Dann mache ich hier nochmal so einen kleinen Schwengel dran. Geht nicht, okay. Sonst würde ich nämlich hier dann wieder versuchen, das dann irgendwie zu teilen. Dass wir dann da hier mit Gas weitermachen. Beziehungsweise hier mit Öl. So, gleich mal gucken. Auf jeden Fall erstmal brauchen wir Geld. Und zu den Preisen. Ich nehme diesen Preis nicht an. Möchte ich nicht verkaufen. Aber da steigt es gerade ganz gut. Ich hoffe, das bleibt so. Und ich muss mein Silo im Auge behalten, dass da nichts überläuft. Sonst haben wir hier die ganze Sauerei. Das ist ja auch nicht schön. Okay, es steigt. So ab Mitte 90 würde ich sagen, müssen wir am Anfang schon mal den Kompromiss machen und dann schon mal verkaufen, damit wir einfach Geld kriegen, um weitere Upgrades und Pipapo machen zu können. So, nur noch einen dabei. So, dann die Wagen größer. Es sinkt schon wieder, aber ich brauche noch ein bisschen Geld. Wow. Okay, das ist mir zu viel. Beziehungsweise ist mir zu viel, quasi zu wenig. Wenn ich da noch jetzt so ein Schwengel dran mache. So. Und noch ein Schwengel. Ist da Fels? Ja, da ist Fels. Das ist ja gut zu wissen. Dann hier Öl. Und dazu. Und dann da zum Gas weitermache. Das müsste gehen. Ne? Wenn ich jetzt hier zu dem Öl bohre. Dann sind wir da an zwei Öldingern dran. Dann machen wir nachher hier zu und bohren von da ins Gas. Okay, ich muss... Oh, mein Ding ist voll. So. So, hier können wir erstmal wieder verkaufen. Machen wir mit dreien. Okay, bei dem Preis machen wir gerade mit allen. Ich mache hier jetzt mal zu. Jetzt warte mal gerade. Ne, so kommen wir nicht hin, ne? Ne, okay, wir müssen noch verkaufen. Sorry. Das heißt, jetzt müssten wir quasi noch Magma finden, dass wir dieses Feld da ein bisschen vergrößern können. Weil hier wurde ja gesagt, es gibt wenig Gas. Das heißt, Magma wäre jetzt halt krass. Magma wäre einfach krass. Das ist auch ein sehr, sehr kleines Feld, man sieht es jetzt. Wird sich also jetzt quasi überhaupt nicht lohnen. Ich muss die Wagen aber schneller machen. Das regt mich auf, dass die so lahm sind.
so allem. Doch, da drüben. Da ist Magma. So, jetzt mal gerade nicht mehr verkaufen. Doch, ein bisschen müssen wir noch verkaufen. Wächst das jetzt? Wird das größer? Ich sehe nichts größer werden. Habe ich das falsch gemacht? Da ist auch noch Gas. Was? Warum wächst das denn jetzt? Ist es mit Magma verbunden? Müsste das jetzt nicht eigentlich wachsen? Aber der ist klein, der bleibt klein, der wird nicht größer. That's what she said. Hä? But why? Okay, wir haben gerade noch ein bisschen Kohle. Da, ach nee, das ist das Ölfeld. Okay, guck mal, ob das dann vielleicht wächst. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte... Le Scanner. Oder muss ich das dann, muss ich das zumachen? Nee, das macht ja keinen Sinn. Das war ja auch nicht zu in dem Forscherbildchen, oder? Oder wächst das nicht, weil da ein Felsen daneben ist? Ich hab das doch gekauft, oder nicht? Ich hab doch gekauft, dass das, dass, oder dauert das so ewig lang? Beobachten das mal. Ich glaube, größer wird er nicht. Irgendwas scheine ich mich verstanden zu haben, missverstanden zu haben. Muss ich gleich mal die Tipps vom Bürgermeister gucken. Das ärgert mich jetzt aber. Jetzt haben wir halt hier die zwei Mini-Gasvorkommen, die halt auch überhaupt nicht viel bringen, quasi. Haben wir denn noch Öl irgendwo? Ihr werdet mich wahrscheinlich in den Kommentaren aufklären oder sogar schon aufgeklärt haben, was der Fehler war oder ist. Nicht ran. Also wachsen tut da gar nichts. Hier müssen wir ein bisschen verkaufen. Dann hauen wir jetzt halt das Gas jetzt da rein. Weil der gerade schon eh relativ weit oben ist. Dann warten wir noch mal kurz. Weil die Gasverbindung dann steht, hauen wir rein. Aber das ärgert mich jetzt gerade, dass ich das scheinbar nicht gepeilt habe, was da eigentlich zu tun ist. Seid bitte zärtlich in den Kommentaren, wenn ihr mir das erklärt. Ich bin ein sehr sensibler Mensch. So, na dann verscherbelt mal da. Der Wünschelheinz geht noch gerade rund. Noch ein Auto dabei. Das war's mit dem Gas. Ha! That rhyme. So, dann gehen wir da verkaufen, weil da ist jetzt
ohne Gas besser als hier mit Gas. Warte, können wir hier aufmachen? Da sind auch die, Hä, war da doch noch Gas? Der ist schon wieder gesunken, der Preis da. Wo war denn jetzt noch Gas drin? Ich wollte jetzt nur die Rohrhitze hier noch nehmen. Mach das bitte leer, danke. Kein Scheiß hier. Okay, der Wünschelheinz ist schon weg, ne? Ja, Wünschelheinz ist weg. Wir gucken mal nochmal mit ein paar Maulwürfen nach Schätzen vor allen Dingen. Gas ist jetzt... brauchen wir auch nicht mehr wirklich. Der Preis ist eh gerade ziemlich gut, 1,41. Das kann man schon mal machen. Hört auf, das aus dem Silo zu nehmen. Nimmt frisch vom Ding. Okay, das war's auch mit dem Öl. Mehr Öl haben wir nicht. Schick auch noch ein paar Würfel. Vielleicht finden wir noch einen Schatz. Schauen wir mal. Mach ein bisschen schneller. Okay, wir haben 20.000, das heißt, wir machen nochmal 4 Würfe, dann haben wir genau 20.000. So, sind wir bei 20.014. Ja, vielleicht finden wir dann noch einen Schatz hier. Wenn wir Glück haben. Aber es sieht schlecht aus. Gut, dann haben wir alles gekriegt hier. 3.000 Boni, 23.000 Gewinn. 1,27 pro Fass ist gar nicht so verkehrt. Ist gar nicht so verkehrt. Naja. Aber irgendwie... aber wir haben trotzdem noch am meisten gemacht. Das freut mich. Wenn du alle unter die Schätze der ersten Reihe sammelst, welche... ja, ach nee. Verkauft einer Silbererz? Nee, verkauft gerade keiner. Will doch einer einen Goldnugget haben für 600? Aber nein, wir wollen denen auch nicht zu viel Boni geben. Gaswachstum. Sag mal zum Bürgermeister. Bürgermeister? Nee. Gott, das... hä? Das ist zu? Ist das witzig, dass das zu ist? Das könnte nicht das Einzige sein... warte mal, verbinde Gasvorkommen mit Magma und öffne die Leitung am Vorkommen, um den Wachstumsprozess zu starten. Aber ich hatte meine doch gar nicht zu, oder? Ich habe die doch gar nicht erst zugemacht, dann muss ich die doch wohl nicht aufmachen. Wenn ich was nicht zumache, muss ich ja nicht aufmachen. Ne? Wenn ich jetzt mit einem offenen Arsch irgendwo hingehe, muss ich die ja nicht zumachen, dann ist er ja schon offen. Also um ihn aufzukriegen, muss ich ihn nicht vorher wieder zumachen. Das verstehe ich nicht. Rainby ist dumm. Dann nehmen wir noch die Geschwindigkeit mit. Vielleicht war das so langsam, aber in dem Vorschaubild war das ja so schnell. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Okay, warte, wir gucken erstmal nach dem Land. Da war jetzt nicht so viel da, war viel. Dann würde ich vielleicht gerne mal da in die Nähe. Das wollen die anderen natürlich auch. Ich gehe mal dahin. Gucken wir mal. So, wir haben noch 64.000. Wir könnten jetzt natürlich... warte, gucken wir erstmal, was hier so Spannendes ist. 88, nee, 78, nee. Spillage versuche ich zu vermeiden. 25.000. Das ist halt die Kacke... das hat mein Dilemma, versteht ihr vielleicht gerade. Es hat gerade nicht funktioniert. Macht es dann Sinn, da jetzt 25.000... wie rein zu buttern, dass es schneller geht, wenn es aber quasi überhaupt gar nicht geht. Das ist die Sache. Aber wir haben halt viele andere Upgrades, haben wir nicht mehr. Die Vita, also hier auf gar keinen Fall. Das vielleicht, nee, auch nicht, eigentlich auch nicht. Das wäre vielleicht doch interessant, der größere Scanner, der größere Timer, ja, die Schnelligkeit, nee, brauchen wir nicht. Das heißt, wir nehmen das jetzt einfach mal, oder?
Ja, wir nehmen das einfach mal. Und dann werde ich jetzt noch eine Folge aufnehmen, damit ich noch eine Pufferfolge habe. Und dann werde ich dann vor der nächsten Aufnahmesession hoffentlich eure Kommentare gelesen haben. Und falls ihr mir Tipps gegeben habt, wenn ich das in der nächsten Folge nicht hingekriegt habe, dann werde ich hoffentlich eure Tipps vor der nächsten Aufnahme gelesen haben und werde sie befolgen. Ich danke euch fürs Zusehen, für alle Tipps, für alle Kommentare, für alle Abos. Ich danke euch so, dass ihr mich abonniert habt, ihr euch abonniert habt und mich. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Turmoil. Macht's gut. Tschüss, Jan.